Hallo, ihr gut aussehenden PlayStation VR-Menschen, die auch noch Geld sparen wollen. Hier ist Motensen, ihr Shop Move von VR. Es gibt schon wieder ein Sale, ja? Heimlich, still und leise. Ich habe letztens einen Sale gehabt, da waren dann tatsächlich nur zwei Titel drin. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen erzählt. Aber das war auch ein Store-Fail. Ja? Bei diesem Sale von 29.04. bis zum 14.05. sind jetzt noch zwei Games aufgetaucht. Dann gibt es einen komplett neuen Sale vom 6.5. bis zum 21.5. sind ein paar schöne Titel dabei. Und die werde ich euch jetzt alle vorstellen mit einem kurzen Review, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt, was für Spiele das überhaupt sind. Und sage euch, ob das für den Preis klar geht oder nicht. Falls ihr noch mehr über die Spiele wissen wollt, dann gebt gerne mal in der YouTube-Suche Mofan VR, Name des Spiels ein. Dafür gibt es dann bei den meisten Spielen ein First Impression. Da habe ich sie genauestens untersucht und erzähle in der ersten Viertelstunde, was das Spiel alles macht, ob es gut ist, ob es nicht ist, da kriegt ihr genaue Informationen. Jetzt kurze Reviews und eine Geschichte wollte ich vorweg schicken. Gestern ist ja unfassbarerweise Saints and Sinners rausgekommen für die PlayStation, ja, ja, also The Walking Dead Saints and Sinners. Fantastisches Spiel, ich habe jetzt schon fast 3 Stunden reingespielt und bin wirklich, wirklich happy. Die PlayStation-Umsetzung ist Bombe geworden. Es gab allerdings eine Preisanpassung. Ich habe es gestern noch für 35 Euro gekauft und heute kostet 40. Ich kann euch aber sagen, dass es jeden Cent wert ist von 40 Euro. Es ist ein fantastisches, wirklich nahezu AAA-Spiel. Dafür ist allerdings die Tourist Edition, also mit ein paar Extras, um 5 Euro günstiger geworden. Die kostet jetzt nur noch 49. Die hat gestern 55 gekostet. Eigentümlich, ne? So ist es aber. Jetzt kommen wir zu den Sales und zwar erstmal zu den alten. Falls ihr sowas nicht mehr verpassen wollt, möchte ich auch noch erwähnen, dass ihr selbstverständlich nicht nur dieses Video hier liken könnt, ja, ist gut fürs Internet, dann läuft es besser. Abonniert den Kanal, ja, dann verpasst ihr sowas nicht mehr. Vom 29.04. bis zum 14.05. ist nämlich auch, und ich sage extra ist, denn offensichtlich war es das nicht, das wirklich, wirklich tolle Killing Floor Incursion. Das ist auch ein richtig guter AA-Titel, würde ich sagen. Fantastische Grafik und vor allen Dingen aber auch fantastische Technik. Ihr schlachtet euch in einer Story. Ja, das sind auch so eine Art Zombies oder Monster. Ja, auf jeden Fall ein bisschen angehorrt, aber es ist ein reines Action-Game. Ja, ihr kriegt eine Menge fantastischer Waffen, Pistolen, Gewehre, Äxte, Schwerter, Katanas. Steuert es mit dem Move-Controller. Vor allen Dingen hat es ein fantastisches Melee-System. Ja, wenn da eins von diesen Monstern auf euch zukommt und ihr zuhaut, dann wird das wirklich zur Seite geschleudert. Im besten Fall schneidet ihr einen Arm oder einen Kopf ab und könnt dann sogar den Arm nehmen und damit dem nächsten Monster auf den Kopf kloppen. Und das Allertollste ist, das müsst ihr nicht alleine machen, das komplette Spiel kann man im Koop spielen. Ja? Ihr mit eurem Homies zu zweit könnt ihr euch durch die Story schlumpfen und wirklich ein schönes Abenteuer erleben. Es gibt auch noch einen Horde-Modus, ja, klassischer Horde-Modus. Ihr steht irgendwo rum und von allen Seiten kommen Monster. Ihr müsst euch wehren, bis euch die Arme lahm werden. Schön groß an Mike, mit dem habe ich das damals gespielt. Unfassbar witzig. Und schön groß auch an Affenpresse, mit dem habe ich die Story gespielt. Hat super Spaß gemacht. Zu zweit ist das immer am allerbesten. Es kostet normalerweise 20 Euro, was wirklich ein guter Preis ist für dieses tolle Spiel. Jetzt 8 Euro, No-Brainer, kaufen. Für diejenigen unter euch, die sich an den Film Cube erinnern, ja, wo Leute plötzlich in so einem merkwürdigen Ort gefangen sind, wo sie immer durch kleine Türchen in den nächsten viereckigen Raum kriechen durften und Rätsel lösen mussten. Es gibt quasi ein Spiel dazu, das heißt Never Out. Kann man auch in Flat spielen, also am Bildschirm, aber auch in VR mit Pad und Game Controller. Und es ist ein Rätselspiel. Ja. Von Raum zu Raum müsst ihr gucken, wie ihr weiterkommt. Das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Technisch war es auch gut. Kostet normalerweise lediglich 8 Euro. Jetzt 2,49. Aber Achtung, ne, nur bis zum 14. Also das sind quasi noch die beiden Sales vom letzten Mal, die aber nicht angezeigt wurden. Ich schwöre. Jetzt kommen wir zu den neuen Sales. Also jetzt kommen die vom 6.5. bis zum 21.5. Da habt ihr ein bisschen mehr Zeit, euch in Ruhe zu entscheiden. Das ultra fantastische Arizona Sunshine gibt es. Ich liebe Arizona Sunshine, ich habe es schon oft genug gesagt. Es hat einen kleinen Schönheitsmakel, das ist die deutsche Synchronisation. Die ist wirklich zum Erbrechen komisch. Die ist schon so schlecht, dass es was wieder lustig ist. Ansonsten ist es aber ein fantastisches Spiel. Es hat auch sehr viel Inhalt, eine klassische Kampagne, die spielt man irgendwie 4 bis 5 Stunden. Einfach in Arizona sich durch Zombie-Horden metzeln, bis man endlich befreit wird und andere Menschen trifft. Zwischendurch gibt es ein paar sehr, sehr coole Events, wo es immer so eine Art Endboss-Moment gibt und sowas. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das kann man mit dem Gamepad, mit den Move-Controllern steuern.
Aber was am allergeilsten ist mit dem Aim-Controller. Arizona Sunshine ist eins der Spiele, die mit das beste Aim-Controller-Gefühl transportieren. Ja, es macht wirklich wahnsinnig Spaß, in Arizona Sunshine den Zombies so die Beine wegzuschießen oder die Köpfe. Das hat eine fantastische Ragdoll-Physik auch. Aber mit dem Aim-Controller könnt ihr dann auch im Zweihandwaffenmodus ganz viele Gewehre und Maschinenpistolen und so benutzen. Und es ist einfach nur cool, da lang zu rennen und um sich zu ballern. Wunderschönes Spiel. Auch das kann man komplett zu zweit im Koop spielen. Ich rate es euch immer, ja? Wenn ihr was in VR zu zweit spielen könnt, macht es. Es ist immer ein Riesenspaß. Ja? Vor allen Dingen gibt es dafür noch sehr viel Content. Es gab den The Damned DLC jetzt als letzten, dann vorher gab es den Deadman DLC. Ist im Prinzip Arizona noch mehr, ja? Aber damit verlängert ihr die Gesamtspielzeit dann nochmal auf insgesamt 8 Stunden oder so. Und es hat einen ultra lustigen Horde-Modus. Und den kann man sogar zu viert spielen. Mit drei Homies könnt ihr euch gegen Wellen um Wellen von angreifenden Zombies verteidigen. Es gibt drei verschiedene Maps. Eine ist relativ einfach, da steht ihr einfach nur in der Wüste und von überall her kommen sie. Dann gibt es eine in der unterirdischen Mine. Ja, ein bisschen gruselig, ein bisschen dunkel, aber cool. Und dann gibt es die fantastische in einem Haus, in einem großen Haus. Und da geht es richtig rund. Ihr müsst geheime Türen öffnen und erschließt immer mehr das Haus, während die Zombies versuchen, ins Haus zu kommen. Im Horde-Modus zu viert kann man sich gegenseitig wiederbeleben. Ja, also ihr könnt das unendlich spielen. Es macht einen wahnsinnigen Spaß. Die 40 Euro, die Arizona Sunshine kostet, finde ich immer noch sehr okay. Für 12 Euro absoluter No-Brainer holen, bevor sie alle sind. Ein super Klassiker, also ein super Klassiker Film, kennt ihr wahrscheinlich alle und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray. Super witziger Film, sehr herzergreifend auch, einfach ein schöner Film. Und dafür gibt es einen Nachfolger in Spielform, in Form eines VR-Spieles. Ihr spielt jetzt den Sohn von Bill Murray und der wird offensichtlich auch in einem Loop gefangen und täglich grüßt das Murmeltier, wie der Vater, so der Sohn. Das Spiel hat schon eine generelle Preisreduktion irgendwann mal erfahren. Ja, das kostet nur noch 15 Euro. Das ist eins der Spiele, das ich noch nicht getestet habe, aber jetzt werde ich es tun, denn momentan ist es im Sale für 9,74 und ich habe Bock, da mal reinzugucken. Das ist ein Adventure. Und wie gesagt, ne, ihr erlebt dasselbe wie Bill Murray in dem Film, nur ihr seid es diesmal. Könnte sehr witzig werden. Ich werde es mir angucken, kann auch nicht viel darüber erzählen, außer dass es jetzt billig ist. Und jetzt kommt was für die Sportfreunde unter uns, ja, die eleganten Golfer, nämlich Everybody's Golf VR. Spitzen-Golfspiel. Ihr könnt es mit dem normalen Pad spielen, am besten aber mit dem Move-Controller. Ihr braucht nur einen und könnt dann da das Grün betreten und einlochen. Oh Mann, ey, ich kenne mich nicht so aus mit Golf-Fachwörtern. Die einzige Kritik, die ich damals hatte, war, dass ich die Grafik ein bisschen nüchtern fand. Es ist ein ansonsten wunderschönes Spiel. Ihr habt auch immer einen Caddy dabei, ne? So eine klassische japanische junge Dame, die euch immer beglückwünscht zu euren Spielen. Ja? Macht wirklich eine Menge Spaß. Auch ein bisschen schade, dass es hier kein Multiplayer gibt. Ja, ihr seid immer alleine auf dem Grün, aber trotzdem ein wunderschönes Golfspiel. Die ganze Mechanik ist super. Ist echt toll geworden. Statt 30 jetzt 15 Euro, kann ich auch jedem ans Herz legen. Ist super. Ein kleiner Geheimtipp von mir ist Bound. Bound gibt es schon recht lange. Das kam auch 2016 raus und war eins der ersten Spiele, das aus der PlayStation VR mal so richtig technisch was rausgeholt haben. Neben Rigs. Abstrakte Welten, in denen ihr mit einer Ballerina unterwegs seid. Ja, klingt ein bisschen komisch. Spielt sich so ein bisschen wie ein Plattformer. Und hat wunderschöne abstrakte Grafik und technisch absolut scharf. Ja, das muss man mal gesehen haben. Es ist nämlich von einer polnischen Demo-Crew. Ja, Plastic heißen die. Vielleicht kennt das ja jemand. Und die haben das damals für Sony Santa Monica gemacht. Als Side-Story erlebt ihr auch noch die Geschichte einer Jungfrau, die ihren Vater besucht und am Strand lang wandert. Klingt alles ein bisschen verschwurbelt, aber es ist ein schönes Erlebnis. Ja? Man bekommt so ein bisschen was aus der Kindheit der Dame erzählt. Im Spiel tauchen dann auch so der Vater und die Mutter so als Monster auf. Also man setzt sich auch mit irgendwelchen emotionalen Erlebnissen dieser Frau auseinander. Aber das klingt jetzt ein bisschen verschwurbelter, als es im Spiel dann rüberkommt. Ist wirklich schön und es sieht wunderschön aus. Ihr müsst es mal gesehen haben. Es ist irgendwie ganz toll. 7 Euro ist auch ein sehr schöner Preis dafür. Hustle King VR hatten wir schon im vorletzten Sale, wenn ich mich nicht täusche. Ist ein klassisches Billardspiel. Ja? Alles sehr, sehr schön gemacht, sehr elegant gemacht und man spielt Billard. Ich habe nur einmal ganz kurz reingeguckt, deswegen kann ich spielerisch da gar nicht so wahnsinnig viel drüber erzählen. Tatsächlich mit dem Pad und dem Move-Controller kann es man spielen. Ich weiß nur noch, dass die Grafik alles ganz nett war, aber ich habe es nicht länglich gespielt. Ich bin ja auch kein Billardspieler, kann ich euch nicht viel zu erzählen. 8 Euro findet ihr selber raus. So, bei Derasin gibt es leider kein Titelbild. Ich erzähle euch aber mal,
was da ungefähr los ist. Deracine ist nämlich von From Software. Das sind die Leute, die die ganze Souls-Reihe machen, ja, Dark Souls und so. Jetzt haben sie sich entschieden für VR, ein verspultes Japano-Adventure zu machen. Ihr seid in so einer Art Internat und ja, erlebt da eure Abenteuer, müsst in der Form von so Flashbacks, macht ihr auch so Zeitreisen. Halt so typisch japanisch, ne? Ein bisschen verspult und erzählerisch, aber eigentlich eine ganz schöne Geschichte für Leute, die Lust haben auf so Rätsel-Abenteuergeschichten. Kostet normalerweise 30 Euro, jetzt 9,89 Euro. Ist ein guter Preis. Also, wenn ihr auf so ein Genre Lust habt, schlagt zu. Jetzt kommt ein Titel, den ich selber nicht gespielt habe, nämlich Stifflet. Das ja, ist mir ein bisschen zu gruselig, muss ich gestehen. Denn ihr seid die ganze Zeit im Dunkeln, nur wenn ihr Geräusche macht, dann seht ihr eure Umgebung da so wireframe-mäßig. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es wirklich auch einen gruseligen Inhalt hat, aber das hat mir schon gereicht. Ich mag nicht gerne im Dunkeln rumlaufen und mich fürchten. Falls ihr euch gerne fürchtet, packt euch 4 Euro ein und seid dabei. Tatsächlich ist das eine 80-prozentige Ersparnis. Schönes Gruseln wünsche ich euch. Dafür wird es dann bei Shooty Fruity wieder bunt und lustig. Das ist eigentlich im Kern ein Wave-Shooter. Ja? Ihr steht an der Kasse im Supermarkt und die Gemüseabteilung wird verrückt. Die hüpfen auf euch zu und versuchen euch anzugreifen. Ihr müsst witzigerweise aber trotzdem die Kasse weiter bedienen, ja? Und da die Produkte durchziehen. Und dann hin und wieder kommen so Waffen an Laufbändern, die nehmt ihr ab und schießt. Das klingt total merkwürdig. Das Ganze hat so eine super lustige 50er-Jahre-Grafik, ist sehr bunt, sehr schön gestaltet. Wirklich witziger Titel, erstaunlich, ne? Wave-Shooter sind jetzt nicht mehr das beste Genre nach 4 Jahren VR, aber der ist lustig, der ist wirklich schön und kostet 10,99 statt 20 Euro. Wenn ihr Wave-Shooten mit etwas spaßigem Ansatz haben wollt, ist das euer Kandidat. Steuert man natürlich mit dem Move-Controller, ne? Ihr wollt nicht schießen, sondern Abenteuer erleben, ja, wie ein Vogel fliegen. Rush VR ist euer Kandidat. Denn hier zieht ihr euch eine Wingsuit an und zack geht's irgendwelche Berghänge runter. Ja. Ist eigentlich ganz süß, ja. Kann man wirklich den Traum vom Fliegen mal nachvollziehen. Hat auch einen Multiplayer mit 8 Leute, können sich da gleichzeitig den Berg runter stürzen und erleben, wie sich das anfühlt, der Letzte zu sein oder der Erste. Die Steuerungsgeschichten sind unfassbar flexibel. Ihr könnt mit dem Move-Controller spielen, mit dem Gamepad und sogar dafür gibt es jeweils ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also ob ihr mit den Sticks, mit den Bewegungen oder nur mit dem Kopf lenkt oder so, super viele Möglichkeiten. Einziges Manko, es ist ein Port von einem ehemaligen Mobile-Titel. Die Grafik ist einfach nicht so fett. Ja, die ist funktional, sag ich mal, ist okay. Aber das ist jetzt wirklich kein Titel, den man sich wegen der Grafik kauft. Ist ein schneller Spaß. Ich würde sagen, für 25 Euro finde ich das tatsächlich zu teuer. Ja, ist eher was, was man mal so nebenbei ein bisschen macht, dann ist auch wieder gut. Für 12 Euro geht das klar, also 11,24. Was sind das für Preise? Ja, voll schräg. 11,24. Von derselben Firma kommt Gun Club, vom selben Entwickler. Das ist etwas für Waffen. Ja. Ihr habt unfassbar viele Waffen zur Auswahl und könnt euch auch neue verdienen und upgraden und erweitern und hast du nicht gesehen. Das eigentliche Spiel ist allerdings schrägerweise Scheiben schießen. Ja, das ist das Spiel. Es gibt sogar einen Zombie-Modus, da kommen die Scheiben mit draufgemalten Zombies auf euch zu, aber ihr schießt auf Zielscheiben. Genau, das ist leider das ganze Spiel. Ja, ist wie ein Wave-Shooter, also die kommen auf euch zu, ihr schießt. Ist eher was für Waffennarren, die Lust haben, so alle Waffen auszuprobieren. Man steuert es mit den Move-Controllern. Es klingt erstmal so ein bisschen lame. Tatsächlich hat es aber irgendwann einen Sandbox-Modus bekommen, ja, wo man total verrückte Sachen machen kann. Man kann sich selber Stapel von Dingen aufbauen, die dann abschießen, die Schwerelosigkeit anschalten und alle möglichen super witzigen Sachen. Und seitdem finde ich, es hat einen deutlichen Mehrwert bekommen, was das Game angeht. Auch nichts, was ich 25 € mäßig empfehlen würde. Aber für 12,49 € könnte es ein Spaß sein, wenn man Bock hat, einfach wirklich viele Waffen mal anzufassen und auszuprobieren. Immortal Legacy, The Jade Cipher war seinerzeit ein kleiner Überraschungshit, müsste ich mal fast sagen. Unerwarteterweise, denn das kommt aus China und normalerweise haben wir da sehr durchwachsene VR-Spiele für die PlayStation VR. Das macht aber einen sehr guten Eindruck. Am Anfang spielt es sich wie so ein Uncharted, ja, ihr landet auf einer Insel, kriegt eine Story erzählt, die ist auch so ein bisschen mystisch.
und ballert dann so Banditen ab. Das ganze Schießen und Granatenwerfen und so fühlt sich alles sehr gut an. Man stellt es mit dem Move-Controller an. Dann geht es aber in so einen Berg rein, in eine unterirdische Höhle. Und da wird es sogar so ein bisschen creepy, ne? Also da wird es dann richtig so ein bisschen monstermäßig und gruselig. Ändert also wirklich so ein bisschen das ganze Feeling und Genre. Es bleibt auch so ein bisschen mystisch, ne? Irgendwelche chinesischen Sagen spielen da mit. Und da erscheinen auch wirklich merkwürdige Personen während des Spieles. Die ganze Grafik ist aber wirklich cool gewesen, ja. Das macht einen echt schönen Eindruck. Das einzige Manko war am Anfang, war die Move-Controller-Steuerung total merkwürdig belegt. Das haben sie gepatcht. Jetzt hat es so die Standardsteuerung, ne? Mit links laufen, mit rechts drehen und ist seitdem eigentlich uneingeschränkt zu empfehlen. Sogar für 20 € finde ich es ein schöner Titel. Für 8 € ist es einer, der wandert jetzt bitte mal in eure Bibliothek, wenn ihr keine Angst vor dunklen Gängen und Höhlen habt und Monstern, dann ist das was für euch. So, und von N-Dreams, die Leute, denen wir da oben schon Tutti Frutti zu verdanken haben, gibt es noch mehr, nämlich Bloody Zombies. Das ist ein Brawler. Ihr kennt das noch, ne? Von ganz früher, so 16-Bit-Arcade-Zeiten. Man rennt einfach immer nach rechts und kloppt sich. Wenn ich richtig informiert bin, das habe ich nämlich selber nicht gespielt, kann man das auch mit mehreren Spielern gleichzeitig machen. Das hat einen Online-Koop, genau, mit 4 Spielern. Es läuft auch in Flat am Fernseher und in VR guckt ja auch auf das Geschehen, aber dann ist es halt ein bisschen räumlicher, ne? So. Ist jetzt vielleicht als VR-Titel nicht der Superburner. Ich glaube, als Spiel wurde es immer sehr gelobt und kostet nur 5,39 €. Ja, kann man mal machen. Ein bisschen Arcade-Action zwischendurch. Why not? Auch von N-Dreams und wirklich oft im Sale ist Assembly. 10 €, also 99 statt 25, ist ein guter Sale. Und das ist ein klassisches Abenteuer, ne? Ihr seid irgendwo in einer geheimen Forschungsanlage und da ist irgendwas komisch gelaufen und ihr müsst rausfinden, was los ist. Und so ein bisschen Science-Fiction-Abenteuer. Kann man mal reingucken. Eins der Spiele, das ich merkwürdigerweise auch nicht geschafft habe, mal zu spielen. Kann ich nicht viel drüber sagen. 10 €. Was ich aber gespielt habe von N-Dreams war auch perfekt und ihr seht mich ein bisschen lächeln, weil es heutzutage schwierig vorzustellbar ist. Aber im Januar 2017, da hatten wir nicht viel Auswahl. Ja, da gab es noch nicht so viele Spiele in VR und N-Dreams ist wirklich eigentlich nur eine Grafikdemo. Ja, ihr steht in zugegeben sehr, sehr schönen Welten rum. Ja, man steht einfach nur rum. Man kann so Stöckchen und Steinchen werfen. Es gibt drei verschiedene Szenarien. Einmal hier so ein exotisches Strandparadies, dann so eine Berglandschaft und eine Winterlandschaft. Ja, das klingt komisch, ne? Mittlerweile haben wir Spiele, wo in diesen Landschaften tolle Abenteuer passieren können. 2017 war das aber noch nicht so. Aber trotzdem, ich habe es irgendwie gemocht. Es war nett, mal zu sehen, was in VR grafisch auch so gehen könnte. Ist jetzt ein bisschen schwierig, ja? Für 5 € einfach nur an einem See zu stehen und einen Stein hineinzuwerfen. Müsst ihr entscheiden, ob ihr das selber jetzt auch noch witzig findet. Es ist kein Spiel, ja? Man ist einfach nur da und guckt. Schön. Wunderschön. Irgendwie nach 5 Minuten gibt es immer so ein Event. Bei einer Szene fahren immer ein paar Luftballons vorbei. Also so eine Flugballons. Wie heißen die? Ballons. Ballonfliegerei. Ach. Ihr wisst schon. Großartig, ja. Hat mir damals eine Menge Freude gemacht und auch sehr viel Staunen entlockt. Ich habe da manchmal einfach nur rumgesessen. Wir hatten nichts anderes. Was soll ich sagen? Heutzutage baden wir in AAA-Game-Grafik in VR und da ist das eigentlich nicht mehr nötig. Aber jetzt habe ich es euch erzählt. Wenn ihr eine komplette PlayStation VR-Sammlung haben wollt, dann gebt ihr die 5 € aus und steht einfach nur rum wie Mo-Tensen Januar 2017 und denkt an die guten alten Zeiten zurück. Und das war's. Das war der Sale für diesen aktuellen Zeitraum. Ich hoffe, da war was für euch dabei, irgendwas Witziges oder Nützliches. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr euch holen werdet. Ich glaube, dass es bei mir diesen Monat tatsächlich und täglich grüßt das Murmeltier wird. Denn bei dem Preis schlage ich jetzt mal zu. Die Firma hat nämlich schon sehr, sehr schöne Spiele gemacht. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, Entschuldigung, die ich wirklich geliebt habe. Aus irgendeinem Grund habe ich das noch nicht geschafft, da reinzugucken. Werde ich das diesen Monat mal nachholen. Ansonsten, ich habe es schon am Anfang gesagt, ich freue mich immer über ein Däumchen für meine Arbeit als kleine Belohnung. Und wenn ihr sowas nicht verpassen wollt und immer am Ball bleiben wollt mit den besten Preisen, die es in einem Sales gibt, oder auch einfach Informationen zu den anderen PlayStation VR-Spielen oder allen anderen VR-Spielen, ja genau, ich teste auch alle anderen Geschichten hier aus. Nicht alle, aber viele, die guten. Dann abonniert den Kanal, drückt die Glocke, dann klingelt es bei euch nämlich mächtig und allen geht's besser. Seid nett zu euren Mitmenschen, dreht nicht durch, wir haben noch ein bisschen Corona-Zeit, aber ich glaube, lange dauert es nicht mehr. Jetzt habt ihr ja wieder was zum Spielen. Macht euch einen schönen Tag. Bye bye.